was hilft dir das? Selbst wenn du was sagst, wärst gar nicht gehört. Deine Mama sucht dir die Hosen raus, dein Papa, dein Beruf, die wissen besser, was du so jetzt, was du musst. Du möchtest so gern nachsagen und dein Ruhe, doch ganz so leicht geht's nicht. Hör mal zu. Wo kommt man denn da hin, wenn er jeder einfach macht, was ihm gefällt? Wir bei den Affen gangen's dann zu. Auf der Welt. Tu doch, was du kannst und was dir gefällt. Lass die anderen, wie sie sind, ganz unversteht. Sag nicht, kleiner, trau dir was zu, hab einen Mut. Du wirst sehen, ganz am Ende, werd alles gut. Lieber lesen mit zum Turnverein. Doch die Eltern haben schon geschaut auf die, was du machst. Die Zeit verdrei mit Freund, soll das etwas sinnvoll sein? Das Leben ist doch ernst, da kann's nicht sein, dass du lachst. Versteht. Sag nicht, kleiner, trau dir was zu, hab ein Mut, du wirst sehen, ganz am Ende wird alles gut. Und nun bist du erwachsen, bist ganz aufgestiegen, hast gemacht, was alle gesagt haben, hast Erfolg. Mit Verantwortung und Geld schaust vom, aber sie ist klar, die große Welt. Schaust vom, aber sie ist klar, die große Welt. Schaust vom, aber schaust vom, aber schaust vom, aber auf die glorne Welt.
zu sagen, ich hör ihm ständig zu. Doch all dies hat nun Hausverbot, ich hör die Ruh, ich hör ihr zu. Und ungeöffnet liegen sie, die Briefe schon seit Tagen. Finanzamt, Bankversicherung, sie hätten sicher viel zu sagen. Doch Geduld ist eine Tugend und das gilt auch für Magistraten. Drum bitte ich Meier, Schmidt und Müller auf meine Antwort noch zu warten. Es tut so gut, ich mach mich schwer. Gib mich dem hin und lass mich fallen, mein Kopf ist leer. Leg mich ins Bett. Wieder siegst,
Liebes Publikum, willkommen zum Vlog 15. Willkommen, liebe Sonja, lieber Jan, lieber Boris. Freut mich sehr, euch hier zu haben heute. Es war mir ein großes Anliegen, euch einzuladen. Und ihr habt einen ganzen Packen Lieder dabei. Die Lieder kennt noch niemand, teilweise. Wie seid ihr dazu gekommen? Wollt ihr dann ein bisschen drüber berichten? Gerne. Berichtest du mal? Du bist der... Also, du bist der Chef. Also mal auch schön, dass wir da sind. Freut mich jetzt, oder uns freut sehr, heute hier zu sein. Es ist entstanden eigentlich, manchmal entsteht, also bei mir ist es immer, es entsteht erst der Text. Und ich hatte vor etwa einem Jahr, nachdem ich Nachrichten oder manchmal beobachte ich Menschen und dann kommen ja automatisch Texte, wie man das in ein Lied verpacken könnte. Und weil ich oft auch durch das, meine Denkvorgänge, die laufen dann einfach aufs Papier und so ist es eigentlich entstanden, also dass die, ja, dass ich zum Beispiel auch zwischenmenschliche Konflikte oder Auseinandersetzungen oder worunter ich auch gelitten habe. Also zum Beispiel als Kind, ich erinnere mich ganz oft an Dinge, wo ich als Kind mir dachte, oh, es war furchtbar, ja, was ich alles nicht durfte und solche Dinge schreibe ich dann auf. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz vielen so geht. Und daraus, aus diesen Texten, da habe ich mich dann einfach mal getraut, mich ans Klavier zu setzen und habe einfach versucht, auch mal was zu komponieren. Also ich habe keine großen Erfahrungen, aber ich habe dann einfach mal überlegt und dann habe ich es dir mal gezeigt und gemeint, ist das jetzt total dämlich? Und du meintest, nee. Ja. Manches hat Jan dann auch, hat er mir geholfen. Ein paar Änderungen vielleicht oder wo er dachte, das könnte man so. Und dann sind so das ist eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit geworden. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und dann zum Beispiel zu dem letzten Stück oder das vorletzte Stück in dem Fall heute, wo Boris eben mitspielt, das ist eigentlich aus Boris' Feder. Ah. Ja. Boris hat nämlich dieses Instrument, dazu kannst du ja gleich noch erzählen. Und der hatte ein paar Ideen und hat sie mir mal vorgespielt. Mhm. Und ich habe dann überlegt, Mensch, da würde ja total gut bayerische Musik passen. Also eigentlich auf den ersten Moment denkt man vielleicht gar nicht dran. Aber ich habe dann gedacht, ja, das passt total. Und so ist es dann entstanden, dass dein Stück eigentlich zu unserem Stück wurde. Mhm. Mhm. Willst du erzählen, wie du zu diesem Instrument gekommen bist? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich weiß es eigentlich selber nicht mehr. Ich habe es irgendwie dann doch mal gesehen, dass es sowas gibt. Mhm. Und nachdem die Dinger nicht ganz billig sind, also das ursprüngliche Instrument ist Hang, heißt es, also Schweizerdeutsch für Hand. Wurde um Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, ging das quasi dann auch in die Vermarktung. Und die Firma Panart hat dann irgendwann die Patente freigegeben. Und seitdem gibt es also weltweit, also bestimmt 2 Dutzend Hersteller, wo man solche Klangskulpturen, die sich dann Handpen nennen, auch beziehen kann, aber sind eben auch nicht ganz günstig. Da kauft man sich eben nicht gleich 3 in 3 verschiedenen Tonarten, sondern ich habe dann auch ewig gebraucht, dann bis mir klar wurde, welche Harmonie mir liegt. Das ist also jetzt eine D-Moll-Stimmung. Und das ist das erste Instrument, was mich so zu sich zieht, also was mich ruft. Ich mache schon sehr lange Musik, nebenberuflich, also amateurhaft kann man sagen. Also nicht beruflich und professionell, aber immer mit viel Leidenschaft und auch nie ohne Pause. Also immer weitergelaufen, auch neben dem Beruf her. Und das war das erste Instrument, das ich jetzt 5 Jahre im Besitz habe, was ich mich gar nicht mehr losgelassen hat. Also wo ich jede freie Minute dann in den Keller musste und musste dann da spielen. Und so kam ich zu diesem Instrument. Und Sonja und ich kennen uns schon sehr lange und das ging über Gesangsunterricht ursprünglich, den ich bei ihr hatte. Und dann kam der erste Kontakt zustande über die Säge, über die singende Säge, die ich auch noch spiele. Und da sagte sie damals, das wäre doch was für unser Kinderprojekt, aber da müsst ihr mehr zu erzählen. Ne? Und mit der Hang, die kam dann anschließend mit dazu und wir sind gute Freunde inzwischen. Und eines Tages hatte ich die einfach mal dabei und dann sagte die Sonja, ja, da lässt sich was draus machen. Ja, absolut. Ich war völlig überrascht. Aber dann trotzdem die Idee, einen bayerischen Text mit Jazz zu verbinden, ist natürlich außergewöhnlich, aber hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, total hingerissen. Ja, also das ist so, ich spreche eigentlich Mundart. Also ich bin ja eigentlich
Bayerin. Ja? Und jetzt versuche ich, so gut ich kann, Hochdeutsch zu sprechen. Aber es schimmert immer durch. Also ich muss, ja, also es schimmert halt oft durch. Und meine eigenen, also vieles sage ich, es ist erstaunlich bei mir, viele Dinge sage ich, um sie auszudrücken, wirklich in Hochdeutsch. Da habe ich das Gefühl, da kann ich das nur so sagen. Mhm. Andere Dinge wiederum, also Schimpfen zum Beispiel, das klingt jetzt komisch, Schimpfen kann ich total gut in Bayerisch. Mhm. Das ist einfach, das liegt einfach, das klingt jetzt etwas komisch. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil wir probieren es mit den Kindern auch viel Bayerisch zu reden, so, weil sonst denken die Schimpfen, also Bayerisch ist eine Sprache, die man nur schimpft. Ja, wirklich. Aber es ist wirklich so, dass ich zum Beispiel schon das Gefühl habe, dass manche Dinge sich durch diese verkürzten Wörter, also ich ist ja I oder du oder mir, oder dass manches sich zum Beispiel ganz gut eignet, um wirklich jemanden zu treffen. Also ich möchte, dass derjenige, der es hört, sich auch wirklich angesprochen fühlt. Ich spreche auch, meine Lieder sind oft in der Du-Form. Wobei ich in der dritten, also ich spreche schon nicht die Person an, die mir gegenüber sitzt, in indirekter Weise natürlich schon, aber ich könnte auch eine andere Person, die da sitzt, mit Du ansprechen. Also es ist sozusagen eine zweite, aber doch dritte Person eigentlich. Und ich möchte schon, dass man sich mal selber überlegt, Mensch, könnte es auch ich sein? Also das ist mir wirklich, das ist mir irgendwie ein Anliegen gewesen. Und die Stücke, die ich, wenn jemand so singt, die so sind, die treffen mich immer, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt nachdenken und das ist etwas, was ich mag. Also ich denke gern über Texte nach und ehrlich gesagt, früher war das noch nicht so, jetzt sprechen mich zurzeit sehr stark auch zum Beispiel die Texte unserer Volkslieder an. Und früher habe ich sie halt gelernt in der Schule, aber halt so, wie man halt als Jugendlicher jetzt nicht so begeistert, weil so langatmig und mittlerweile sehe ich da aber so eine Tiefe drin und ich glaube, das hat aber auch was mit dem Reifen zu tun oder dass man halt Sachen erlebt und wenn man sie erlebt hat und hört sie dann sind es ganz andere neue Texte. Und ich glaube, momentan ist so eine Zeit, wo dieses Oberflächliche zwar mal ganz gut ist, um sich abzulenken, aber letzten Endes glaube ich schon, dass wir jeder für sich gerade das Bedürfnis hat, irgendwie mal zu... ja, auch zu konfrontieren, was ist denn jetzt eigentlich gerade mit mir? Ja, also jetzt gar nicht jetzt nur auf die Situation der Politik, sondern ich meine jetzt auch wirklich, ich glaube, jeder ist ein bisschen sensibel momentan und deswegen glaube ich, sind diese Texte richtig im Moment. Ja. Aber die Texte, also ich meine, ich habe ja die bayerischen Lieder schon vor der Corona-Zeit gehört und irgendwie habe ich aber jetzt gedacht, das ist eigentlich jetzt genau die Texte, die ich jetzt hören möchte und auch die Musik, die ich jetzt hören möchte dazu. Ist das, Jan, wenn du die Texte hörst, ist das für dich, für die Musik dann auch direkt inspirierend, wenn du dich ans Klavier setzt? Und unbedingt, ja. Also wir machen das in dem Fall, haben wir es wirklich so gemacht, da habe ich nicht irgendwas, man kann ja auch so arbeiten, man kann ja ein Stück schreiben und dann machen wir was drauf. Ich meine, beim Boris war, der Boris hat ja so eine Vorproduktion, hat er uns gegeben und da war es tatsächlich so, da hat die Sonja dann dazu, weil der Boris hat das am Klavier auch eingespielt, ekelhaft. Das macht er auch noch gut. Und was hätten wir Pianisten, ist nicht schon schwer genug. Und da ist natürlich dann die Melodie und der Text auf Inspiration der Vorproduktion entstanden. Und ansonsten, also gut, ja, es ist so eine Spannung. Also in erster Linie hat es ja die Sonja gemacht in dem Fall. Ja, klar. Und das war wirklich eigentlich quasi so ein fertiges Ding und da habe ich dann noch, während ich das dann probiert habe zu spielen, einfach noch ein paar Sachen, die so Geschmackssachen einfach, wo ich sage, darf ich hier noch einen Basston oder sowas und da haben wir uns so ein bisschen geeinigt. Aber eigentlich kommt es schon vom Text her und von der, also die Melodie kam erst an zweiter Stelle dann, gell? Also chronologisch. Aber ich höre auch der Musik wahnsinnig gerne zu. Also sowohl der melodische Fluss ist so natürlich, dass man einfach wirklich eine Geschichte sozusagen, also wirklich als, so wie du das sagst, du sprichst mit jemandem. Mhm. Ja. Ja. Und Jan, ohne dir zu nahe zu treten, aber ich finde sozusagen den Stil, den du da auch als Begleitung hast, total schön.
sozusagen, dass du auch manchmal so auch was weglässt. Ja, also das ist natürlich jetzt kein Klavierkonzert. Ja. Dann, also ich probiere, ich bin ja, ich spiele sehr gern viel auf dem Klavier und so, ja. In dem Fall bemühe ich mich halt einfach darum, dass das musikalisch rund ist. Also das ja, ist aber, es ist alle die Möglichkeiten sozusagen, die sind zu hören sozusagen. Mhm. Für mich ist das so ein bisschen, von Brahms gibt es so ein schönes Zitat, wo er sagt, das Schwierigste beim Komponieren ist, die ganzen überflüssigen Noten wegzulassen. Mhm. Ja, ja. Und das finde ich, ist euch da wahnsinnig gut auch musikalisch gelungen. Das freut mich sehr. Darf ich dazu noch was sagen? Ja. Das fällt mir jetzt gerade, während ich das Gespräch, während ich zuhöre, ein. Und zwar, was ich glaube, was mir auch wichtig ist, dass die Personen oder die Menschen, mit denen wir jetzt in dem Fall in unserer Dreierbesetzung oder wenn wir mehr sind, halt mit den anderen mehr, mir ist irgendwie wichtig, dass jeder das, was sein Talent ist oder was seine Stärke ist, dass ich die nicht abschneide. Also zum Beispiel weiß ich, wenn ich jetzt als Beispiel zu dir sagen würde, spiel jetzt da weniger oder mach das anders, das wär nicht gut. Ja, und zwar, weil es auch persönlich, weil das ihn ja ausmacht. Ja. Also jetzt, ich sag mal so, er entscheidet, was er spielt. Wenn ich jetzt sage, du, ich entscheide aber, was du jetzt spielen sollst, das ist nämlich das Verrückte. Das, glaube ich, ist immer diese Kunst bei der Musik, egal welche Stilrichtung, dass man den einen auf der einen Seite lässt und ins Vertrauen geht, dass der das schon richtig gut macht, so wie er es macht. Auch wenn man selber es anders machen würde. Mhm. Und das ist mir einfach wichtig. Und ich zum Beispiel, ich leide tierisch, wenn ich mit jemandem arbeiten muss, der mir bei jedem zweiten Ding, was ich mache, sagt, nee, bitte nicht, mach das anders, könntest du das so. Das ist zwar richtig, ich kenne das aus der Klassik. Also ich habe ja, eigentlich komme ich ja von der klassischen, da ist das eigentlich normal, weil das ist ja auch das, was die Leute voranbringt. Das ist ja das, weil man will ja am Ende ein optimales Ergebnis von dem, was man sich dann da vorstellt, wie es zu sein hat. Aber das ist, da geht es der Sache wegen. Und das lernt man als Musiker, dass man dann einfach sagt, das ist die Sache und der zuliebe muss das jetzt, die Kritik ist da gut. Bei der Musik ist es schwer, die Kritik da als sachliche Kritik zu empfinden, sondern sie ist dann sehr schnell persönlich und das stört dann eine Gruppe. Also ich hoffe, es ist klar, was ich damit sagen will. Ja. Weil das heißt nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist, sondern dass das immer auch ein bisschen mit dem zusammenhängt, was am Ende dann da rauskommen soll. Und wie kann derjenige trotzdem noch ohne Verkrampfung das erreichen? Also, das ist klar, was ich meine, ja. Also ich empfinde zum Beispiel in der Klassik, fand ich immer, wenn einer gesagt hat, das machst du, dann war das eigentlich gut, weil das war mein roter Faden. Jetzt mache ich das hier so, hier passe ich auf, dass ich die Achtel nicht, dass ich die Pause nicht singe oder so. Aber wenn ich das in der Musik hätte, das würde mich so stressen, ich würde die ganze Zeit auf anspannen. Und, also... Jetzt habe ich auch gleich meinen Vortrag beendet, aber nein, das ist nämlich wichtig, weil ich finde, über solche Dinge, das sind diese Dinge, über sowas mache ich mir nämlich Gedanken, dass ich das, was ich in der Klassik möchte, da nicht brauchen kann. Und andersrum genauso. Ich bin froh, wenn ich mit Leuten, ich wollte immer mit guten Leuten arbeiten, also das glaube ich will man ja. Das ist jetzt das Thema mit der Profession auch, was jetzt nicht abwertend sein soll für eine Form von Hobby, ja, aber man hat ja ein Ziel und es ist dann leicht zu erreichen, wenn alle das gleiche Ziel haben, also Profession. Und das ist der Punkt, der eben auf jeder Sparte auch wieder anders ist, also in jeder Stilist. Ja. Aber ihr habt das ja als ein Teil von den Sachen, die wir heute hören, auch schon mal produziert. Genau, wir haben einmal. Wie viel waren das? 4 Songs, glaube ich, gell? Ja. Ich glaube, 4 Songs. Also das werden wir verlinken, irgendwie, genau, dass man sich das auch mal gucken kann, weil Band das ist wirklich eingespielt. Sehr schön. Ja. Und zwei von den, beziehungsweise mit dem Volkslied, waren es 3 Sachen, die wir noch, die ganz neu sind. Okay. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr auch zusätzlich zu den Sachen, die mir am Herzen lagen, auch noch Uraufführungen mitgebracht habt. Finde ich ganz toll. Liebes Publikum, teilt es weiter. Wenn wir irgendwie für die nicht-bayerischen Zuhörer hochdeutschen Text übersetzen sollen, dann sagt es uns in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der zweiten Hälfte. Und vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Für die Einladung. Ja. Für den Kuchen. Und den Tee.
Gestern hab ich Radio gehört, sie ist wieder einer durchdreht. Mit der 45er Magnum in einem Lohn. Er ist austickt und hat geschossen, es war ihm egal, wen er gerade trifft. Und auch diesmal bleibt hier Logik ausgeschlossen. Doch heut am Saasee zusammengeguckt, mit Experten sich beraten. Die einen waren gescheit, die anderen geschockt, was wir jetzt sollten, kannten oder daten. Und es wurden Stimmen lauter, dass nicht weiter geht es so. Sie müssen weg, die Psychopathen und der Abschaum sowieso. Drum braucht man mehr Sicherheit, mehr Polizei, mehr Paragraphen, mehr Uniformen, mehr Überwachung und mehr Druck. Weniger Mitleid, bessere Noten, höhere Standards und mehr Strafen, mehr Gewinne, kein Verlust und kein Verdruss. Mir braucht man mehr Sicherheit, mehr Polizei und mehr Paragraphen, mehr Uniformen, mehr Überwachung und mehr Druck. Weniger Mitleid, bessere Noten, höhere Standards und mehr Strafen, mehr Gewinne, kein Verlust, kein Verdruss. Und ich frag mich, wie ist es passiert, dass ein Mensch seine Kontrolle so verliert? Denn als Monster wird doch keiner geboren. In unserer kalten Welt geht manches Herz heut schnell verloren. Vielleicht braucht man mehr Liebe, mehr Wärme, mehr Umarmung, mehr Zeit fürs Zuhören, fürs Trösten, mehr Geduld. Weniger Wertung, mehr Vertrauen und mehr Verständnis füreinander, mehr Zeit fürs Lachen und Empathie in diesem Land. Mir braucht man mehr Liebe, mehr Wärme, mehr Umarmung, mehr Zeit fürs Zuhören, fürs Trösten, mehr Geduld. Weniger Wertung, mehr Vertrauen und mehr Verständnis füreinander, mehr Zeit fürs Lachen und Empathie in diesem Land. Mehr Zeit fürs Lachen und Empathie in diesem Land. Mehr Zeit fürs Lachen und Empathie in diesem Land. So oft ans Geld und ich so gern ans Reisen. Du schimpfst viel auf die Welt, ich find sie schön. Du teilst die Menschen ein, ob sie faul sind oder fleißig. Eine liebe Geste ist nur Schmuck für dich, sonst nicht. Befriedigt bist du kaum, und wenn
eingeschüchtert ist. Dein Erfolg spricht für dein Handeln und dein Verstand gibt dir da recht. Als Beweis siehst du dein Konto und deine Yacht. Unverständlich ist für dich diesen Weg nicht anzustreben, das moralische Gerede lächerlich. Man staunend dasteht und eingeschüchtert ist. Man staunend dasteht und eingeschüchtert ist. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unterlinden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unterlinden. Tomorrow.